Ich will anfangen, weil also eine Frau Lehrerin in der Volksschule hat gesagt, wenn du vor Leuten redest, schau, dass du immer einen roten Faden mit hast. Ich weiß nicht warum, ich habe keinen roten gefunden, jetzt habe ich einfach einen blauen Faden mitgenommen, den wir jetzt ein bisschen auftun da. Genau. Das nur für mich als Hilfe, nur dass du das wisst. Und ich habe keinen roten nicht gefunden, jetzt habe ich einen blauen genommen. Ich will anfangen, eigentlich wollte ich anfangen mit einem Icebreaker, also dass ich ein bisschen weniger nervös werde. Jetzt bin ich auf Google gegangen, weil ich bin nicht so ein kreativer Typ, dass ich mir jetzt schon schnell einen Witz überlege. Bin auf Google gegangen und habe eingegeben Icebreaker fürs Pfingstfest. Das Problem war nur dabei, dass ich 150 Seiten gefunden habe und ich bin mir nicht sicher, ob da die Icebreaker für den Domhering gemacht sind beim Fest der Jugend. Ich will euch einen trotzdem vorlesen, überhaupt für die Burschen bitte aufpassen gut. Und zwar, also den kann man immer verwenden. Ich glaube auch in Domherrinnen, aber ja, probiert es einmal aus. Also überhaupt für die Burschen, wie gesagt, geht es zum Mädel zu und sagt, hey Mädel, du bist nicht nur der Hammer, sondern du bist der ganze Werkzeugkasten. Genau, ich bin der Kevin, bin 23 Jahre alt, komme aus dem Mostviertel. Kennen Leute hier da herin das Mostviertel? Bravo, super, cool. Ich bin gelernt als IT-Techniker und habe auch gearbeitet hauptberuflich als Landwirtschaftshelfer, Bauer. Hört jetzt nicht so spektakulär an, war aber die coolste, einer von meinen coolsten Zeiten von meinem Leben, wie ich auf der Landwirtschaft gearbeitet habe. Ich habe eine coole Kindheit gehabt, das müsst ihr euch vorstellen, ich bin in einem Tal aufgewachsen, 790 Meter breit, wenn ich in der Früh in die Volksschule gegangen bin oder in die Schule gegangen bin, habe ich gesehen, weite Wiesen, Traktoren umherfahren in der Früh und wirklich eine schöne Kindheit. Ich habe so viel Zeit draußen verbringen können, für die, die was jetzt fragen, das ist eh ganz normal alles. Stimmt, ich habe eigentlich eine komplett normale Kindheit gehabt. Bin in die Volksschule gegangen, bin in die Hauptschule gegangen, bin nicht sitzen geblieben, so wie 85% Feuchter herinnen vielleicht. Und und ich habe die Kirche kennengelernt am Sonntag. Am Anfang ziemlich oft, umso älter, dass ich geworden bin, 12, 13, 14 Jahre, ist dann eher seltener geworden, dass ich in die Kirche gegangen bin am Sonntag. Und ich habe immer mit meinen Eltern am Abend ein bisschen ein Gebet gesprochen. Das war relativ normal meistens, relativ einfach. Danke Jesus für den schönen Tag zum Beispiel. Oder danke Jesus für meine Familie, danke für das schöne Land. Und es war die Kirche irgendwie nicht so greifbar für mich. Ich habe am Abend schon gewusst, irgendwie Jesus den Kunst geben, den Gott könnte es geben. Und ich war mir aber nie richtig sicher. Und ich habe aber dann mit 16 Jahren eine wunderbare Begegnung haben dürfen. Im Nachhinein weiß ich, dass das Gott war, der was mich da berührt hat. Das habe ich im Moment nicht gewusst. Im Moment, das müsst ihr euch vorstellen, im Moment sind relativ viel von meinen Ereignissen, was ich irgendwie mit Gott gehabt habe, sehr, sehr unspektakulär gewesen. Null Gefühle, ein bisschen Freude oder so. Aber im Nachhinein weiß ich, dass das Gott war. Und das war am 6.6.2010, da war ich 16 Jahre alt. Für die Leute, die was jetzt denken, ich will auch gern so ein Datum haben, ich habe das bis vor 3 Tagen auch nicht gewusst, dass es das Datum gibt. Ich habe einfach nur nachgeschaut, wann das Foto gemacht worden ist, was ich an dem Tag gemacht habe und war es so, dass das der 6.6.10 war. Es hört sich immer cooler, wenn man so ein Datum hat. Und wir sind auf einen Berg raufgegangen. Mit der Jüngergemeinschaft. Das ist eine Ordensgemeinschaft von Wien. Das war eine Bergwanderung mit anschließender Messe. Und wir sind da rauf. 200 Meter vor dem Schluss, steil war es. Richtig steil. Ich habe geschwitzt. Und oben war ein wunderschönes Panorama. Und dann so hat die Messe begonnen. Dann war das Lied heilig. Ich weiß nicht mehr genau, welches Lied, aber das Lied heilig. Und ich habe in die Ferne geblickt. Und plötzlich habe ich eine tiefe Freude verspürt. Ich weiß nicht warum. Ich habe nicht gewusst, ich habe aber Freude gehabt. Ich habe das erste Mal in meinem Leben so ein bisschen die Hände aufgemacht. Und ich habe dort nicht so zittert wie jetzt, aber
aber bin jetzt nur ein bisschen nervös, nur dass ihr nicht glaubt, ich habe irgendeine Krankheit, warum das ist so zieht. Und ich habe in die Ferne geblickt und ich habe so eine tiefe Freude in mein Herzen gehabt. So eine tiefe Freude, die habe ich vielleicht zweimal oder dreimal in meinem Leben bis jetzt noch gehabt. Und ich wollte die Wochen und Monate danach, da war ich so 16, ich habe mit der IT-Lehre Gott angefangen und ich wollte irgendwie mehr erfahren von dem Gott. Ich wollte mehr erfahren von dem Gott, der was mich vielleicht berührt hat da in dieser heiligen Messe auf dem wunderbaren Berg oben. Und ich habe angefangen, oft zu Gebetskreisen zu gehen. Ich habe christliche Freunde kennengelernt. Und gleichzeitig habe ich auch entdeckt, dass das eigentlich das Unspektakulärste in der Welt ist oder eigentlich das Unspektakulärste, was man so machen kann. Dass man einen Gebetskreis ordentlich hingeht oder dass man irgendwo am Wochenende beim Pfingstfest dabei ist oder bei irgendeiner Veranstaltung halt. Und ich habe in der Zeit angefangen und gemerkt, das Gott und so ist zwar schön und gut, es ist auch Freude, es ist ein bisschen auch Drogen, aber eigentlich zählt das nicht in der Welt. Ich habe angefangen, dass ich ein bisschen ausgehe, dass ich mich mit Freunden trifft, dass wir sehr viel trinken, dass wir ein bisschen Party machen und so weiter. Und ich habe angefangen, mehr zum Arbeiten, mehr Geld zu verdienen. Das war so in der Zeit 16, 17. Und dann bin ich eines Morgens aufgewacht. Ich bis dorthin ein begeistertes Herz gehabt für Jesus. Ich wache auf in mein Bett und ich schaue, sehe links ein großes Poster von Johannes Paul II. Hängen. Rechts ein riesiges Poster mit einer wunderschönen Landschaft, wo drunter steht Johannes 10, 10. Gott will dir das Leben in Fülle geben. Hinter mir ein Kreuz auf dem Bettum und rechts auf dem Nachtkastel, Nachtkästchen, sind zwei Rosenkränze oben gelegen. Es sind ein paar Bilder von Heiligen gelegen, die Bibel ist oben gelegen. Und in dem Moment ist eine Stimme, hat sie, also ich habe mich selber gefragt, Kevin, was ist, wenn du nächste Woche ein Mädel mit nach Hause nimmst, nach dem Fortgehen? Kevin, was ist, wenn einmal ein Freund bei dir schläft, nach dem Ausgehen und dann sieht er das? Und an dem Tag habe ich Gott abgeschafft aus meinem Leben. Ich bin aufgestanden, habe mir einen Sessel hingestellt, bin raufgestiegen, habe das Poster runtergenommen, es zusammengeknüllt, in den Papierkorb geworfen. Bin auf die andere Seite gegangen, das Poster runtergenommen, zusammengeknüllt und in den Papierkorb geworfen. Das Kreuz hinter mir, habe ich mir gedacht, da findet man sicher einen besseren Hagel für das Kreuz, wo wir es aufhängen können. Habe es runtergenommen, dann habe ich plötzlich einen Haken entdeckt hinterm Vorhang. Das war einfach nur nicht gut. Nachtkästchen, Truhe aufgemacht, mit der Hand hinten hingefahren, alles reingeschoben. Wisst ihr, was ich gesagt habe an dem Tag? Nein, Jesus, zu mir selber, ich habe mich entschuldigt. Nein, für mich selber so. Nein, Jesus, es ist ja alles gleich. Es ist ja, ich tue trotzdem noch ein bisschen beten auf die Nacht, oder? Es ist trotzdem noch alles gleich. Aber nur halt, wenn wer heimkommt, dass er nicht gleich sieht, dass ich hier und da bete am Abend. So war es nach außen hin für mich als Ausrede. Aber eigentlich habe ich an dem Tag Gott abgeschafft, weil ich so einen riesigen Kompromiss eingegangen bin, dass ich mir gedacht habe, Gott, ein bisschen ist sehr gut. Und ich fahre nur hinter zu einem Gebetskreis. Aber ich will Anerkennung haben. Und dann habe ich in der Zeit, das war so 17, 18 Jahre, meinen blauen Faden, der hilft mir jetzt wieder. Ah, genau, da geht es weiter. Und dann habe ich mit 17, 18 Jahren angefangen, mehr Geld zum Verdienen. Ein Auto habe ich dann gekriegt und dann bin ich sehr viel herumgefahren. Ich habe in der Zeit sich im Nachhinein relativ viel aufgeben müssen von meiner Kindheit. Viele Träume. Ich habe so ein schönes Zuhause gehabt, meine Familie.
Aber in der Zeit, wo man denkt, ist was anderes komplett wichtiger. Ich bin ausgegangen, so 2-3 Mal in der Woche oftmals. Ich habe geschaut, dass ich immer mich mit einem Mädel irgendwie triff. Ich bin falsche Beziehungen eingegangen irgendwie. Und eigentlich war es im Moment immer super beim Ausgehen. Ich habe Leid um mich gehabt, ich habe dann zum Schluss, also ich habe dann recht viel vertragen natürlich, weil da muss man ja, wenn man 15 Bier, man muss ja 15 Bier trinken beim Ausgehen, dass man zählt, das sage ich euch. Wenn du heute ausgewüsst und du kannst keine 15 Bier trinken, brauchst du gar nicht ausgehen. Weil du bist nicht cool, wirklich. Du bist einfach uncool. Also, nein. Aber es war dort zu der Zeit für mich so. Ich habe geschaut, dass ich mehr verdiene, dass ich mehr arbeite. Ich habe dann, es ist so 4-5 Jahre gegangen, mehr gearbeitet, von früh bis spät abends. Und eigentlich habe ich mich immer nur gesehnt nach mehr, nach dieser Freude, die was ich immer gehabt hat. Als Kind, wow, ein gewaltiger Traum als Kind, wisst ihr, was das war? Eine Blockhütte in Alaska zu haben. Ich habe 17 Mal am Tag durchgerechnet, Würfel, dass ich verdienen muss, damit ich mir irgendwann eine Blockhütte in Alaska kaufen kann und dann 10 Jahre dort überleben kann. Solche Freuden habe ich gehabt. Und da ist mir mein Herz aufgegangen als Kind, so mit 13 Jahren, 12 Jahren. Da ist mir mein Herz aufgegangen, so eine Freude gekommen, so eine Leidenschaft gekommen. Und das habe ich in der Zeit beim Ausgang alles verloren. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so viel hergegeben. Ich habe so viel hergeben müssen. Das hat so viel gekostet, aber das sehe ich erst im Nachhinein. Das viele Party machen, die Menschen, Menschen ist immer ein schwerer Ausdruck für die meisten, die verstehen das nicht. Also Mädchen und mehr arbeiten und ich habe so viel hergeben müssen. Und dann war eines Abends, also sind wir wieder ausgegangen, bin um 5 Uhr in der Früh nach Hause gekommen und plötzlich Stille. In meinem Leben immer sehr viel Trubel, vielleicht kennt ihr das, immer Trubel, ausgehen, Musik im Auto, zack, 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 zack. Und dann eines Tages, also eines Nachts, bin ich vom Auto ausgestiegen, aufgemacht, die Autotür hinter mir zugehört, dann war ich zu Hause und es war still. Ich habe zu den Sternen aufgeblickt und ich habe mich so gefragt, Herr, ist das alles? Ich habe Gott immer ein bisschen kennt. Immer ein bisschen kennt. Aber ich habe ihm nie richtig vertraut. Ich habe immer versucht, eigentlich selbst Anerkennung zu holen für andere Menschen. Ich schaue so und denke mir, Kevin, ist das eigentlich alles? Was ist mit den Träumen geworden, die was du früher gehabt hast? Was ist aus der Freude geworden, die was du mal gehabt hast früher? Was ist aus dem geworden, wo du Leidenschaft hast, wo du aufstehst in der Früh und eine Freude hast? Wer hat, wenn er aufsteht in der Früh, eine richtige Freude, weil er sich auf was gefreut? Aha, super, super, cool, ein paar, super, super. Auch nicht immer, es ist immer anders. Aber ich habe das ganz selten gehabt, beziehungsweise eigentlich nie gehabt. Und ich habe mich wieder mehr auf die Suche gemacht und mehr auf die Suche gemacht. Gott auf deiner Seite. Auf deiner Seite habe ich wieder mehr erkannt, wer Gott ist. Ich habe wieder mehr Jesus gesucht. Ich bin mehr in die Kirchen gegangen vielleicht wieder. Ich habe mich wieder mit christlichen Freunden getroffen. Wir sind Bergwandern gegangen miteinander. Auf der einen Seite dieses Feuer im Herzen. Wow. Und auf der anderen Seite, na Kevin, du musst schon ein bisschen schauen, dass du ein paar Mädels am Start hast, dass du nur noch vertragst beim Ausgehen und dass du nur verdienst und da hast du Anerkennung dadurch. Das war immer wie, wenn auf der einen Seite der Kübel Wasser drüber geschüttet worden wäre, auf dieses Feuer und zack ist es wieder erloschen. Nur mehr Glut da. Aber ich weiß, das ist nicht das, diese Sehnsucht. Ich habe mehr Sehnsucht gekriegt und mehr Sehnsucht gekriegt. Ich bin dann in den Jakobsweg gegangen. Da habe ich Gott neu entdecken dürfen. Da habe ich Gott wieder mehr kennengelernt. Ich habe mehr gebetet. 2 Wochen später, fettes Feuerwehrfest bei uns daheim. Punkt, Punkt, Punkt.
Wasserkübel über das Feuer erloschen. Glut. Und immer so denkt, wo ist diese Leidenschaft hingekommen? Und dann ist so der Moment wiedergekommen in meinem Leben, wo ich wieder einmal in der Früh aufgewacht bin und ich habe gemerkt, heute wird es wieder zum Entscheiden. Wie vor, mit 17 Jahren, wo ich mich eigentlich gegen Jesus entschieden habe. Ich habe gemerkt, Kevin, du musst jetzt was ändern in deinem Leben. Du kannst nicht so hin und her rennen. Ein bisschen Jesus und so. Und ein bisschen Egoismus und so. Und ich habe so eine Sehnsucht gehabt an den Tag nach Gott, weil mir alles angefeuert hat, weil er Leidenschaft haben wollte. Weil ich wieder ein Abenteuer haben wollte. Wenn man denkt, Abenteuer, bevor ich ausgegangen bin, habe ich gedacht, das Abenteuer kommt dann, wenn ich ausgehe, mit 17 Jahren. Vielleicht sind noch ein paar, die was vor der Zeit sind, da herinnen. Soll ich was sagen? Das Abenteuer kommt nicht beim Ausgehen. Das Abenteuer kommt mit Gott. Und ich habe an dem Tag entschieden, dass ich eine Jüngerschaftsschule mache hier in Salzburg. Das war eigentlich der schwerste Schritt in meinem Leben. Ich habe alles aufgeben zu Hause müssen eigentlich. Ich bin nach Salzburg gegangen. Meine Familie ganz selten gesehen, meine Freunde ganz selten gesehen zu Hause. Meine wunderbare Arbeit. Und man denkt, jetzt musst du das machen, Kevin, weil auf was willst du noch warten? Auf ein schönes Wetter? Auf was, wo der Himmel oben steckt, Kevin, geh, das ist nicht gekommen. Aber es ist eine Sehnsucht gekommen im Herzen. Ich bin dann den Schritt gegangen nach Salzburg eben. Bin jetzt so seit eineinhalb Jahren da und lerne gerade Jesus kennen. Jesus als Gott, als mein Freund. Und soll ich, okay. Die Erwartungen, die ich eigentlich gehabt habe, so in meiner, sagen wir als Kind, so diese Freude, dieses Abenteuer, ist nicht eingetreten. Nein, ist nicht eingetreten. Es ist so viel mehr eingetreten, wie was ich mir vorgestellt habe in meinem Leben. Ich habe so ein gewaltiges Abenteuer bis jetzt erlebt und das sind die unspektakulärsten Sachen im Moment. Im Moment. Wenn du im Moment was Cooles erleben willst, ganz, ganz kurz, dann geh aus. Aber das ist eine Sekunde lang, eine Minute lang, eine Stunde lang, und dann ist es aus. Dann fällst und du denkst einfach, für was bin ich da? Aber wie ich, also seit ich eineinhalb Jahre da in Salzburg gehe, ist das ein Abenteuer, das sich jetzt über die eineinhalb Jahre zieht. Ich habe Gott kennenlernen, ich habe ein Abenteuer machen dürfen und ich darf so viel kennenlernen, so viele Leute, so viele Menschen. Und dass ich heute da stehe, das ist allein nur Gnade. Dass ihr da seid, das ist auch nur Gnade, zur Info. Braucht es nicht stolz sein drauf. Und ich eher nicht. Aber es ist nur Gnade, dass wir da stehen dürfen, weil dieser Gott so gewaltig ist. Ich darf nächstes Jahr einen Schritt prüfen, ob mich Gott ruft ins Priestertum. Da bitte ich euch ums Gebet. Ich werde ins Propedeutikum gehen, das erste Jahr. Ich habe den Schritt gehen müssen. Gott hat mich gerufen, Gott hat mich gefunden. Und ich habe einen Schritt gehen müssen. Ich kann euch heute sagen, das ist so ein Abenteuer, wie jetzt ich gehen darf. Habe ich mein Leben noch nie machen dürfen und so viel Freude. Und ich stehe nicht heraus, weil ich so außergewöhnlich bin, weil ich so großartig bin, sondern weil wir einen so einen außergewöhnlichen Gott haben. Amen.